Haben wir jetzt noch irgendwann auf oder kommen wir auch irgendwann irgendwo an oder so? Hallo. So. Bist du dicht am Portal? Ne, ich bin fast 100 Meter von dem Portal weg. Ja, okay, dann ist egal. Wieso denn? Ich hatte dich gesagt, schlafen wir kurz, damit der Regen und alles aufhört. Ne, ich komm schon, komm schon. Ha, oh, Big Man. Tu mir nichts, bitte. Im Bett. Lol, bin ich mal bestimmt blind, da. Das waren nur 100 Blöcke, Junge. Wieso haben wir drei Betten? Ich habe eins auf der Tour gebaut. Ach so. Gut, danke. Boah. Ich habe jetzt gerade zwei Stacks Rubber mitgebracht. Das ist gut. Jawohl. Ja, ganz toll. Ich bin ganz gut. Da braucht ja gleich einen Übergang hin. Oder wenn wir die Lava sind. Was hast du gesagt, wo ich das... Hast du... Oder du hast doch einmal gecraftet, oder? Ja. Wo sind die? Irgendwo in der Küste. Lol, Heiko ist schon da. Ja. Ach, so eine ganze Zeit, der hat irgendwie... ist da heute... Hey, hallo? Juli, was hast du denn schon hier? Eiskalt, Heiko. Was? Guck mal, in welchem Channel wir sind. Oh. Na gut, ich komm dann nachher wieder. Nee, bleib doch da. Haben wir wenigstens jemand zum... Was nehmt ihr auf? Take it. Okay, krass. Ja, die Frage ist, was machst du schon da? Ja, hast du den Chat gelesen? Was für ein Chat? Die Gruppe. Denkst du, ich lese irgendein Bullshit in der Gruppe? Nee. Ja. Nein. Warte, ich lese kurz. Wow, jetzt bricht der hier, Juli. Heiko, so, so, du hast Überstunden gesammelt. Ja, was heißt gesammelt hier? Waren einfach da. Was ist denn? Sagst du, kommt dann dein Auszubildungsleiter her und sagt dann, ja, du kannst schon heimgehen, oder sagst du von dir selber, ja, ich... Nee, waren gerade sowieso in Hall und dann... Ach so. Jo. Hat er gesagt, hat er dich gleich heimgeliefert oder was? Ja, schon. Sonst hätte ich jetzt woanders hin müssen, weil die gehen jetzt auf eine Teambesprechung nach Heilbronn und ach, da will ich sowieso nicht mit, also. Kannst du da selber sagen, ob du da mit willst oder nicht? Natürlich. Okay. Alles klar. Ja, weiß ich, ich hab da schon ewig nicht mehr drauf geguckt, weil wir schon die ganze Zeit aufnehmen und spielen und in Rage Mode waren wegen CSGO. Das Penny da ist ja klar, das ist ja sowieso eine Kiste hier. Aber wieso bist du schon da, Juli? Tja, sag ich dir nachher.
Okay. Ich glaube, das illegal ist. Das ist nicht illegal. Hallo? Das ist illegal. Ach Quatsch, was lachst du eigentlich? Ja, ich weiß, glaube ich. Nee, Heiko, du weißt nichts. Oh, wenn ich das machen würde, würde ich, Alter. Würde bei uns nicht funktionieren. Ja, okay, du bist ja auch im Dualen oder im Dings, weißt du? Ja, das war doch mal. Oh, ey, der Netherstandplatz, wo wir jetzt haben, ist immer richtig scheiße. Wieso? Mit einfach nichts. Muss überall durchbauen. Oh Gott, nee, nicht schon wieder so ein, oder? Doch. Ich hab mich gerade gewundert, hä? Heiko kommt, was? Platzt so einfach in die Aufnahme rein. Das war mir von Anfang an klar, dass du jetzt gleich reinkommst. Von Patty glaube ich auch, oder? Oh, dezent. Weißt du, jetzt haben wir dir Join-Rechte gegeben, jetzt joint dich erstmal rein, ne? Natürlich. Mann. Ich glaube, von dem YouTube-Aufnahme-Channel setze ich es auf 45 und von allen anderen Channels auf 44, auf 44, Quatsch, was glaube ich eigentlich? 75, nur YouTube-Aufnahme-Channels, dann gebe ich dir die Join-Rechte 74 und 74 mache ich alle anderen Channels. Ja, das wäre gar nicht so blöd. Ich habe Patty gestern gesagt, du bist wieder verantwortlich, dass bei Pattys Internet abschmiert. Ja. Natürlich. Immer doch. Wir wollten nicht vorhin schon wieder anrufen. Ja, weil der Server ist abgeschmiert. Ja, wir wollten dich vorhin anrufen, der Server ist abgeschmiert. Der Server ist abgeschmiert. Ich kann nicht essen. Okay. Ich weiß nicht, an was. Kannst du vielleicht gucken, es war 10.30 Uhr. Ob da das Internet wieder abgeschmiert ist, oder? Nein, war 100%. Das sehe ich schon. Schau mal ins Log. Da war bestimmt RAM ausgelastet. Genau, da ist sowieso wieder dieser Client abgeschmiert. Der, wo dafür sorgt, dass der Arbeitsspeicher sich automatisch erhöht. Lol, wie kann... Weil der ist jetzt... Gerade hat er 6,9 GB zugewiesen und 6,1 sind verbraucht. Das heißt, es ist noch im Limit, oder? Ja, das schon, aber der weist nicht mehr zu wie die 6,9, weil sich das Ding wieder aufgehängt hat. Auf der VM, also das Programm. Das hängt sich jetzt einfach so auf. Ich weiß nicht, was das macht. Ich google danach einmal. Gibt's denn nicht auch andere Programme, oder? Da gibt's ja bestimmt auch andere Programme. Das ist das Client-Programm für die virtuellen Maschinen. Das muss schon das sein. Okay. Der Paddy, ich hab Nommeln stacked, Rubber. Leute, unsere Bandbox-Key ist gar nicht mehr leer. Durch die drei Generatoren. Wo ist die denn? Ach da. Leute, die geht gar nicht mehr leer. Hör mal, was da rauskommt. Hä? Da kommt Copper Ore raus? Ja, das wird dann nochmal brennen. Hä? Das ist bestimmt ein Scheiß. Wir haben doch da, beim normalen Ticket kriegst du doch da das raus, glaube ich. Ja, kriegst du sofort das Ohr raus. Oder sofort das Ohr, ja. Irgendwie sowas. Oh ja. Aber denn in das... 10 Uhr. 10.30 Uhr, so um den Dreh war es, glaube ich. Warte, ich kann kurz gucken. Ne, warte, was? Also warte, 10.22 Uhr ist was, 10.45 Uhr, das ist aber nur... Ne, Quatsch, 10.30 Uhr haben wir angefangen, 10.55 Uhr. Nee, warte. Ach Gott, wir haben eine Pulverizer, ich Vollidiot. War bestimmt auch nichts, oder? Da hat der Proxy neu gestartet, aber das macht normalerweise nichts aus. Das ist ja nur aus intern eigentlich. 10.55 und 46 Sekunden. Ja, das kann gut.